Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit Serialisierung und Deserialisierung beschäftigen. Ich möchte erstmal kurz zu diesem Thema hinleiten. Wir haben in den letzten Videos gesehen, dass wir mit Dateiströmen sehr leicht Bytes und sehr leicht Strings in Dateien schreiben können. Der Punkt, den wir aber eigentlich möchten, ist nicht, dass wir irgendwelche Strings oder Bytes in eine Datei schreiben, sondern wo wir als objektorientierte Programmierer eigentlich darauf hinaus wollen, ist, dass wir einen bestehenden Objektgraph im Speicher haben und wir möchten diesen Objektgraph in eine Datei reinbekommen. Das wäre uns das Allerliebste. Beispiel, wir haben eine Kontaktverwaltungs-App in, ich glaube, Übung 2 oder Übung 3 geschrieben. Und wir haben ja immer das Problem dort gehabt, diese funktioniert bei Programmstart nur mit den Standardkontakten. Wir können zwar über die Konsole neue Kontakte hinzufügen, bestehende editieren oder löschen, glaube ich, editieren noch nicht. Anyway, diese Änderungen werden nicht gespeichert, sobald eben das Programm abbricht. Was wir aber gerne hätten, wäre eigentlich der Punkt, dass wenn ich hier eben meine Liste mit Kontakten habe, dann soll die bitte gefälligst in die Datei kommen, damit ich eben beim nächsten Programmstart aus der Datei wieder meine Objekte herstellen kann, sie dem Nutzer präsentieren kann und er kann dann sozusagen diese wieder verwalten, neue hinzufügen, editieren und so weiter. Genau, also, was haben wir in diesem Fall für einen Objektgraph? Der ist relativ einfach. Wir haben eine Liste und diese Liste referenziert mehrere andere Objekte, die in diesem Fall eben Kontakte sind. Der Punkt ist jetzt hier, wie bekomme ich diese Kontakte irgendwie zu einem Byte Array oder zu einem String, sodass ich sie abspeichern kann. Weil das Einzige, was wir bis jetzt wissen, ist, wie man Bytes abspeichert und Strings abspeichert. Und genau das ist der Punkt, den wir eben Serialisierung nennen. Serialisierung heißt, dass wir einen bestehenden Objektgraph analysieren, diesen irgendwie in ein String-Format beispielsweise überführen. Das können wir dann selber noch relativ einfach lesen, wenn wir es in eine Textdatei schreiben. Wir können es aber auch, wenn wir sagen, wir haben viele Daten und die möchten wir binär abspeichern, um Speicherplatz zu sparen, dann können wir das eben auch in Byte-Format machen. Und wenn wir das haben, ist der Schreibvorgang ja letztendlich sehr einfach. Das haben wir uns ja schon angesehen mit FileStream oder mit FileWriteLine und so weiter. Umgekehrt, wenn wir dann eben sagen, ich bin jetzt beispielsweise beim Programmstart und möchte jetzt eben diese Kontakte, von denen ich gerade gesprochen habe, wiederherstellen, dann sage ich einfach, okay, öffne die Datei, lade die Dateien, die da drin stehen, guck dir das Format an, was wir da haben und mache aus diesem Format wiederum einen Objektgraph, sodass ich sozusagen am Ende dieses Prozesses wieder bei meiner Liste von Kontakten bin mit den entsprechenden Einträgen auf den Objekten. Ja, das ist eben der Punkt, den man als Serialisierung bezeichnet. Bitte beachten Sie, Serialisierung heißt nicht gleich, ich schreibe das auch in eine Datei rein. Serialisierung heißt bloß, dass man Objektgraphen in ein Format bringt, das man beispielsweise in Dateien schreiben kann. Sehr einfach. Man kann diese Daten aber dann auch eben mit anderen Prozessen über Netzwerkkommunikation austauschen und auch da wird Serialisierung eben sehr häufig eingesetzt. Das ist eben das Wichtige, was man hier begriffen haben muss. Serialisierung, wie gesagt, und Deserialisierung gehen Hand in Hand und zum Ende dieses Videos möchte ich dann nochmal darauf hinweisen, wir werden uns eben in den nächsten Videos darauf beschäftigen, wie sieht denn eigentlich so ein Format aus? Gibt es da standardisierte Sachen oder muss ich mir selber was ausdenken, wie ich eben Objektgraphen in ein bestimmtes Format bringe? Und wir werden uns im Speziellen eben XML dann im nächsten Video anschauen. Jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder.